Joa, Slate, Lilith, hier sehe ich. Achso, ich habe gerade gesehen, was die hatten. Ah, jetzt habe ich die Herzlich blöden willkommen Kommentatoren. an alle. Ich bin Jim Johnson und beim heutigen Match werde ich vom berühmten Ex-Spieler Ich Stein werde das dann wohl ein bisschen unterstützen. leise drehen, Ja, Jim, jetzt es freut hier, mich sehr, weil dass es ich nervt heute hier mich sein immer kann. schon Und wie sieht selber. es bei dir aus? Bist du schon bereit So. für das große Match? Ich glaube, ich werde kurz rausgehen und mir vor dem Anstoß noch eine Kleinigkeit zum Trinken holen. Offensichtlich ist sich der Trainer nicht sicher, was den Ausgang der Partie So. angeht. Was hat Er der weiß genau, hier? dass hier ein Boah, Massaker schon Level bevorsteht. Er kann 3. aber nicht einschätzen, wie viele Spieler nach dem Abpfiff übrig bleiben werden. Ach so, was ihr euch nicht wundern dürft, dass er Level 3 ist und sowas. Es ist darauf ausgelegt, dass man sozusagen in der ersten Saison eigentlich mal ein bisschen auf die Nase kriegt und wahrscheinlich erst später dann mal anfängt, ein bisschen gegenhalten zu können. So, dass es eher alles Tiermenschen sind. Naja, setzen wir es halt dahin und dahin. Wo ist denn meine Nummer 7? Die muss hier auf jeden Fall hin. 3 und 4 auf einer Seite, bis es wieder eine 7 gibt. 7 und 9. Arscht. Eine 13 habe ich noch gar nicht. Schade. Annehmen. So, jetzt kommt der Kickoff. Und da gibt es immer ein Hör Ereignis bei auf, mich jedem zu schlagen. Kick und das Upsi, sollte einfach Jim. nur der Das ist wechselnde ein Wetter, der weiteres Ball Fenster, auf springt dem du weiter stehst. ab. Schau nur, Jim, strahlend blauer Himmel. Perfekte So. Voraussetzungen für ein traumhaftes Match. Aber die grelle Sonne könnte sich auf das Passspiel auswirken. Das will ich doch hoffen. Dann setzen die Teams stattdessen eher auf Gewalt. Blocken, unterstützen, Tackle robust. Das ist ein Zweiwurf. Oh, wow, das geht ja mal nice los. Erstmal ein Genau das Zwerg-K.O. passiert, wenn ein geschlagen. Amateur auf einen Profi trifft. Oh ja, Flatsch. Achso. Eine neue medizinische Untersuchung Da hat gab es ergeben, dass Probleme. Blatt und Finger So, weniger hier anfällig liegt der für neue Ball. Blutungen sind. Ist das nicht faszinierend? Ganz und gar nicht, wenn man bedenkt, dass Blood Bowl-Spieler auch weniger anfällig für Gehirne an sich sind. So, wenn ich ungefähr dahin laufe, muss ich dann Käfig aufbauen. Das ist so eine Taktik, die relativ üblich ist. Um einfach dem Gegner das schwer zu machen, daran zu kommen. So, wie mache ich das jetzt noch? Jetzt will ich auf jeden Fall die da mal gemarkt haben. Weil die kommen, glaube ich, noch gar nicht hin. Wenn ich die anklicke, sehe ich mal, wie weit die laufen können hier. Weiter kommen die nicht. Und das wäre schon ziemlich risikoreich für die da sozusagen hinzurennen. Das gleiche mache ich hier drüben auch nochmal. So, und jetzt läufst du über den Ball dahin. 3, ja, ich will gerne mal Oh würfeln. nein, Na, schon wieder das der Feuer. Wiederholungswurf ist auch Danke schief für gegangen. meinen, er versucht zum ersten Da Mal fällt einen mir Block auf, zu ich habe feuern. euch Das die noch gar nicht stimmt. gezeigt. Und zwar hier seht ihr mal die Würfelergebnisse. Ja, so. Und natürlich, dass ich da einen Misserfolg für Aufheben zweimal gewürfelt habe, seht ihr da gerade links unten. Was ein bisschen nervig ist. Ich mache diese blöde Ansicht aus. Weil die nervt. Diese komische Action-Cam, da sieht man gar nicht, wo was los ist. So, Da fehlen mir fast schon die Worte. der Das hat war mich zwar weggekickt, aber war ein hammerhart, aber Misserfolg, absolut was nicht die. egal. Was ist. Da teilt Ja. aber jemand kräftig aus. K.O.-Bereich. Ich habe nur einen Sani, Korruption hat nee. sich so sehr ausgebreitet, Dann dass die ist der halt Schiedsrichterkette mal durch K.O. Regeln festgelegt hat, wo, wann und wie bestochen werden darf. Ich glaube, ich sollte hier Letzte eher Saison auf wurde ein Passspiel setzen Abkommen bei dem. unterzeichnet, das den Clubs untersagt, eine Bestechung unter dem marktüblichen Preis anzubieten. Die beiden hatten wohl eine Ah, die kleine hatten halt Meinungsverschiedenheit, Blocken. nicht wahr? Ah, das Ja, nervt. Jim, hatte wohl mit dem Austausch von Jetzt Körperteilen blitzt er auch noch zu dahin. tun. Oh. Oh, er wird auch bloß weggeschoben. Sehr gut. Angreifefeld durchschieben. Oh, au, Der wird wohl nicht betäubt. mehr so schnell zurückkommen. Zuerst muss er einen Mordsschlag verdauen und dann auch noch Gras fressen. Das Ja, er ist nervt. voll auf die Schnauze gefallen. Das nervt richtig. So, jetzt erstmal du aufstehen. Du aufstehen. Na, da muss ich durch zwei Tackle-Zonen. Zonen. Der 3 plus ist das hier der Wurf. Gegen den kann ich mal tackeln. Nee, ich will aber nicht nachrücken. Was für ein Geschick, was für ein Stil, was für eine Vollkommenheit. Ein Was für ein einfacher Wurf. Hammerschlag. Ich will eigentlich meinen. Weil ich komme wieder bloß bis dahin. Das nervt Er übelst. hat den Ball wieder. Geht doch.
So, und viel tun kann ich hier eh nicht. Rundenende. Erinnerst du dich noch an Da alle Rupert meine als Leute Haupt? Ja, umgeschmissen wurden. er war der Teamkapitän der Wer verletzt, Chaos-Monster. keine Mit seiner langfristigen schweren Auswirkung. Rüstung und den scharfen Metallklauen. Bei einem Ich will vor allem stürmischen Angriff in langfristige Kategorien war er ein Auswirkungen exzellenter vermeiden. Blitzableiter. Weil das übelst nervig ist. Aber die hauen mir einfach meinen Käfig kaputt. Glaubst du, Das ist dass er sich übelst, nach ey. jedem Schlag wieder aufrappeln kann, Jin? Oh ja, er ist nicht der Typ, der aufgibt und liegen bleibt. Ach Mann. Ich weiß nicht, ob ihr da immer Autsch! Voll auf die dieses Knolle! Würfeln hört und Jetzt hat da er ist bestimmt immer wieder mal ein einen entscheidender Schmonzler. Diese Würfelwurf. Schönheitsoperation kommt sicher billiger als im Krankenhaus. Ich glaube zwar nicht, dass er das so geplant hat, aber viel schlechter als vorher wird er nicht aussehen. Komm schon. Ich könnte jetzt versuchen, hier hinten durchzubrechen, aber puh. Er hat hier zwei Tackle-Zonen. Möb. Wieso darf denn der eigentlich existieren, wenn der in der Tackle-Zone von dem Typen steht? Das nervt ein bisschen. Oder ich versuche einfach auszubrechen. Ihr seid einfach nur gerade da, um da zu sein. So, du läufst mal erstmal nicht mehr weiter. So einfach. Toll. Sag mir aber nicht, was ich dafür brauche, um das weiterzugeben. Blood Bowl ist angeblich die härteste aller Sportarten. Ach, das sagen sie oft. Aber eigentlich muss man ja nur ein paar Schläge einstecken. Da hinzupassen, das ist. Warum sagst du mir das nicht mehr gerade, was ich dafür brauche? Normalerweise steht das dran, was ich dafür brauche. Ich blitze jetzt mal gegen den. Nachrücken. So, jetzt habe ich auch einen Zweierwurf gegen den. Sehr gut. Ja. Aua! Na dann, gute Nacht. Ja, wird wohl Zeit für So. ein kleines Nickerchen. Puh, wo laufe ich denn hin? Es sind so wenig von mir. So, er läuft mal dahin. Ja, ich will einen Wiederholungswurf haben. Ein 5-Plus-Wurf. Bei einem sechsseitigen Würfel muss ich 5 oder 6 würfeln, damit das ankommt. Na, herrlich. Wenn ich jetzt aber werfe und den Ball verliere, haben die Zwerge höchstwahrscheinlich kurz drauf den Ball. Da habe ich nichts gekonnt. Das Gerücht geht um, dass der Oger Morgan Thorg, der ehemalige Kapitän der Chaos Ja, der Allstars, blitzt den direkt mal Abend dagegen. feiern könnte. Wenn ich mir nur die Statistiken seiner Karriere anschaue, wird mir schwindelig ums Schon Herz. 50 Touchdowns durch Doppelwürfe, 50 erlaufene Touchdowns, wieder einer eine schwer unfassbare verletzt. Zahl von 617 Toten Also und ich habe das Verletzten. Gefühl, Oh ja, er im ist der einfachen einzige Modus ist Spieler die im schwere Verletzung des zeitlichen eigenen Teams deutlich Todesfall. unwahrscheinlicher. Die verschieben da, glaube ich, ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten. Map, das ist eklig. Das erinnert mich daran, wie ich Griff im 91er Finale gegen Heikland auseinandergenommen habe. Oh ja, du hast ihm die Kniescheibe zertrümmert. Bumm! Mitten ins Gesicht und danach noch einen Aufwärtshaken hinterher. Das macht Freude. So, erstmal dahin laufen. Hier habe ich einen Zweierwurf. Der hält jetzt ein Schwätzchen mit dem Rasen. Er kriegt dort einen Assist, deswegen habe ich nur einen einzelnen Wurf. Achso, ich darf hier eh nicht mehr angreifen.
Es gibt Teams, die einfach von der Bildfläche verschwunden sind, nachdem ihre Anhänger sich verlassen haben. Genauer gesagt sind diese Mannschaften, nachdem sie jahrelang keinen einzigen Sieg holen konnten, von ihren Fans zusammengeschnürt und auf die Müllhalde geworfen worden. Das ist der einzige Ausweg aus dem Teufelskreis. Dagegen blitzen, damit er den Ball nicht kriegt. Kinnhaken hat ihm wohl nicht geschmeckt. Ob's schmeckt oder nicht, gegessen wird hier, was auf die Visage kommt. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt, da hinzulaufen. Erfolg, Erfolg und bam. Seine Stollen haben heute zwar viel zu tun, aber scheinen noch gut im Schuss zu sein. Das würden seine Opfer wohl bestätigen, wenn sie könnten. Lol, wurde uns ausgeschmissen? Fliegt der Ball irgendwo hin? Sehr gut. Autsch, da hat er ihm alle Zähne eingeschlagen. Ja, Jim, das ist kein appetitlicher Angriff. Ja, Mann, die haben halt so viele. Und gleichzeitig auch noch der Menge zuwinken. Was? Jetzt hat der Läufer. Nein, nicht der Läufer. Das ist der Einzige, der relativ weit laufen kann. Nein, das ist Abfuck. Wenn der Läufer jetzt den Ball hat, das ist echt. Dass der hat den rausgeschoben, hat den blöden verkackten Ball. Jetzt kann der hier einen Cage aufbauen. Entdeckung! Tja, ist halt ein brutaler Sport. Der baut hier auch gerade schön. Hier vorne macht er frei und dort hinten baut er zu. Das kann nicht gesund gewesen sein. Mitten ins Gesicht. Hast du gewusst, dass Zwergenläufer genauso trainieren wie Wachhunde? Nein. Doch, doch. Der Trainer versteckt in irgendeiner Lagerhalle ein Fass. Ja. Und alle Spieler suchen dann danach. Der Erste, der das Bier findet, wird zum Läufer ernannt. Endlich lässt hier mal einer seine Muskeln sprechen. Oh ja, für seinen Gegner war das aber ein kurzes Gespräch. Ich gegen den kann er nicht so viel ausrichten gegen die gerade, so wie ich stehe vor allen Dingen. Ja, voll. Sehr das gut. War eine gute Linke, und zwar mitten auf die Nase. Du hast es erfasst, Jim. Die Nase ist gebrochen. So. Kann ich bloß so komisch gegen den blitzen. Hier rum komme ich nirgendwo ran. Und durch zwei Tackle so ein... ekelhaft. Der wird wohl nicht dahin kommen. Stand fest. Toll. Das sind deutlich bessere Würfe, das sind glaube ich irgendwie 2 plus und 3 plus Würfe. So, und der steht schon mal dran. Jetzt muss ich gegen den. Hin und wieder das geht's in nicht. Bowl völlig zusammengewürfelte Mannschaften auf. Wie zum Beispiel die Motley Horde, ein Haufen von Versagern. Das stimmt. Es ist bestimmt sehr gut. Leicht, diesen Abschaum jeden Tag zu trainieren. Ein perfekter Tritt mitten ins Gesicht. Das schauen wir uns nochmal in Zeitlupe an. So schnell wird er wohl nicht wieder auf die Beine kommen. Vor dem nächsten Match in der kommenden Woche sollte er aber schon auf. Aber die haben halt alle einen Rüstungswert von. Hier unten seht ihr das. Die haben eine Bewegungsreichweite von 4, eine Stärke von 3 und eine Agility von 2. Und der wollte gerade aus meiner Tackle-Zone raus und ist dabei aber von mir umgehauen worden, deswegen bin ich da dran. Und hier ganz unten ist die Rüstung. Ihr seht, ich habe eine Rüstung von 8 und die sind auch 8. Der ist 8, der ist 9. Hat er dafür nur eine Bewegungsreichweite von 5 halt. Was halt deutlich schlechter ist, sozusagen. Boah, Mann, das ist ein 2 Einsen auf dem Würfel. Das bedeutet nämlich, ich fall um. Und damit ist er wieder dran. Der hat ihn wohl schlafen geschickt. Das sind 2 kritische Misserfolge. Boah, nee, ehrlich. Einer der Spieler wird gerade in Grund und Boden gestampft und die Zuschauer können nicht genug davon kriegen. Der Typ kann scheinbar auch nicht genug vom Boden kriegen. Ich habe auch keine Würfe mehr. So, du machst erstmal den hier. Ja, Bestechung einsetzen. Wie schön sich das knallt.
Schatten der Knochen noch anhören. Oh ja, das erinnert mich an die guten alten Zeiten. Als es noch richtige Männer gab, die sich gegenseitig die Knochen brachten. So, das Spiel ist aus. Wollen wir eintrinken gehen, Bob? Heute nicht, Jim. Ich habe noch ein Rendezvous mit einem Cheerleader eines Dunkelelfenteams. Bestimmt die mit der Peitsche. Autsch. Ein 4 plus aufheben. Das ist 50-50. War wohl nix. Der Ball hüpft ja quer. Aber erstmal ist aus seinem Tackling-Zone raus. Die machen aber bestimmt nur halb so viel Spaß. Jetzt haben wir hier schon 7. Bei Runde 8 ist Halbzeit. Also wenn Runde 8 vorbei ist. Gut pariert. Wohl eher blöd aus der Wäsche schauen lassen. Er hat hier nicht schnell genug reagiert. Stimmt. Ich habe leider keine Budweiser-Babes. Dadurch sind meine K.O.s schon relativ doof. Der braucht jetzt wohl einen Sanitäter. Ja, und zwar einen sehr guten. Sicher gefangen. Jetzt heißt es nur noch. Der blöde Läufer wieder. Schon mal erwähnt, dass der mir auf den Keks geht. Also wenn ich einen Unentschieden rausholen kann, bin ich glaube für das erste Spiel echt schon zufrieden. Hier sind unten immer die Würfe. Die müssen vielleicht mal durchgehen. Hier ist ein 9 plus Wurf. Da braucht man 2 Würfe, werden da geworfen. Beim Rüstung. Sprich 12 ist das höchste. Und wenn der halt eine 9er Rüstung hat, dann muss man mehr als 9 werfen, um den sozusagen zu verletzen. Hier, dem seiner neuen Rüstung. Ich will mal hier meinen Typen befreien, sehr gut. Das war eine Abreibung, wie sie im Buche steht. Hörner, das habe ich nichts gewonnen. Da hatten die Magierakademien das Eingreifen der Zauberer noch nicht eingeschränkt. Wer kann schon den berühmten eine Bestechung habe ich noch. Vorfall von 2472 vergessen, als gewaltige unkontrollierte Zauberer das ganze Stadion der Bright Crusaders im Morast versinken ließen. Niemand kann das vergessen. So. Das war ein Glanzpunkt der Blood Bowl Geschichte. Dahin mal, damit ich hier mal ein bisschen die markieren kann besser. Dass sie sich nicht mehr so frei bewegen können. So, und jetzt muss ich gegen den. Ich würde gerne so rumblitzen. Gegen den blöden Ballträger. Boah! Nein! Wieder kritischer Misserfolg. Das ja, ich weiß, zu Boden gegangen, danke. Und ihr seht ja hier. Na, für Blitzaktion aus. Spurten war erfolgreich. Das hat wehgetan. Da hat jemand aber richtig schlechte Laune gehabt. Erfolg. Misserfolg. Hier. Spurten. Zweite Mal war eine 1. Kritischer Misserfolg. Nervt. Der aber auch. Wenigstens das. Und wir auf dem Boden gehen auch keine Tackling-Zone. Und damit ist die Halbzeit vorbei.